herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schaut euch mal dieses traumhafte Wetter an. Da dachte ich doch, ich nehme euch heute einfach mal wieder mit. Es steht nämlich einiges an, zu Hause zu tun. Und ich glaube, es wird ein wirklich schöner Tag. Und da nehme ich euch einfach mit. Rocky hat gerade schon sein erstes Nahrungsergänzungsmittel bekommen. Und da muss er eine halbe Stunde auf Futter warten. In der Zeit mache ich mich fertig. Und wir frühstücken heute tatsächlich draußen bei dem schönen Wetter. Na Rocky, gehen wir gleich raus. Wir sehen uns am Frühstückstisch. Wir zwei gehen jetzt einmal kurz nach hinten. Da kann Rocky dann ein bisschen Pipi machen. Und dann setze ich mich aber wirklich an den Frühstückstisch. Rockys Essen habe ich auch mit runtergenommen. Der muss jetzt noch so 10 Minütchen warten. Und deshalb werde ich ihn dann gleich auch anbinden. Eine Stunde. Bis er eben alles verdaut hat. Und genau, da wir aber eh am Tisch sitzen, ist das gar nicht schlimm. Im Zweifel würde er eh eigentlich liegen bleiben. Aber so ist es mir sicherer. Dann sind alle Eventualitäten eben ausgeschlossen. Ja, die Distel, okay. Das hier war übrigens mal unser Kartoffelbeet. Wir haben es nicht gepflegt und jetzt gibt es da keine Kartoffeln mehr. Gut, bis später. Der Frühstückstisch ist auch gedeckt. Hier sind frisch selbstgebackene Brötchen und ein bisschen Platz. Kaffee steht auch bereit. Und dann steht einem leckeren Frühstück nichts mehr im Wege. Wir haben fertig gefrühstückt, sowohl Rocky als auch ich. Er chillt jetzt hier und er ist da hinten am Sonnenschirm festgebunden. Ich werde ihn jetzt aber einmal zu seiner Hütte bringen, weil wir 8 Kubikmeter Häcksle, also Rindenmulch, geliefert bekommen haben, der verteilt werden möchte. Und er liegt auf der Auffahrt vor der Garage und die Garagentore sind beide offen. Deshalb kann Rocky so oder so nicht freilaufen und da hinten liegt er dann nicht im Weg, also ist das perfekt. Und in, ich glaube so 35 Minuten kann er dann an die Schleppleine zumindest mal, weil er dann genug Pause nach dem Fressen hatte. Ich werde ihm jetzt noch etwas Wasser geben, er soll ja nicht durstig sein. Nimm's dir ruhig. Und hier ist er so ein Anbinde. Dings da, wie nennt man es denn? Keine Ahnung. Und die Leine habe ich jetzt da durchgemacht und eben für solche Situationen ist das perfekt. Normalerweise ist er ja im Garten nicht angebunden, aber heute dann mal für eine kurze Zeit und das ist dann auch echt praktisch. Ne? Bisschen windig ist es. Weht der Wind um die Nase? Gut, ich mache mich jetzt mal an die Arbeit. Ich bin jetzt gerade noch mal kurz in meine Wohnung hochgegangen. Rocky liegt da unten in seinem Häuschen. Sieht echt süß aus. Er wartet ganz brav auf alle anderen. Aber jetzt beeile ich mich mal, damit er nicht so lange da alleine liegt. Und das, liebe Leute, ist meine Arbeit für heute. Cool, ne? Und das ist nur noch die Hälfte. Die andere Hälfte haben wir gestern schon gemacht. Ja. Einer fährt immer nur Schubkarre, der andere schaufelt und der dritte verteilt. Ich bin also heute echt beschäftigt. Hier ist ein kleiner Zwischenstand. Es sieht schon deutlich besser aus und langsam nähert es sich dem Ende. Es wird doch irgendwann anstrengend. Zum Glück ist das Wetter wenigstens gut. Man kann im T-Shirt rumlaufen. Und so macht es dann auch noch halbwegs Spaß. Ist das eklig, Rocky? Bist wasserscheu. Als ob nicht heute schon genug Chaos wäre, habe ich jetzt gerade meine ganzen Pflanzen mal ins Wohnzimmer gestellt, weil ich jetzt draußen die Markise mit dem Hochdruckreiniger sauber machen werde. Hier sind schon meine Gummistiefel. Die Markise fährt, oh Gott, tut sie es noch? Ja, fährt jetzt einmal raus.
Rocky ist irgendwo da unten. Und ja, ich bin jetzt hier oben mal wieder ein bisschen beschäftigt. Hier liegt jetzt überall der frische Häcksel. Und jetzt sieht das mit meinem Hochbeet noch viel schöner aus, als es eh schon aussah. Und ich habe übrigens eine Paprikapflanze gekauft und eingepflanzt. Und hier kommt irgendwas, von dem ich nicht weiß, was es ist. Entweder ist es auch Zucchini oder Gurke. Ich bin mir nicht sicher, was kam hier plötzlich. Genau, ansonsten hat sich nicht viel getan, weil es ja recht kühl war. Und da musste jetzt erst noch ein bisschen Wärme kommen, damit da so richtig was passiert. Hier seht ihr übrigens noch die restlichen Aufgaben für heute. Fahrräder waschen, Gartenmöbel putzen, Hund bespaßen. Genau, der Tag hat noch einiges an Aufgaben für mich bereitgestellt. Maki, geht's dir gut? Ja, ne? Den Rhabarber möchte ich heute auch noch ernten. Man denkt jetzt, boah, wie geil, richtig viel Rhabarber. Aber er hat große Blätter, die Stängel sind jetzt nicht so ganz dick. Oh, jetzt habe ich ihn abgebrochen. Naja, nicht schlimm, ich möchte ihn ja eh heute ernten. Und hier hinten irgendwo, genau, das ist meine Maispflanze. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob da noch was draus wird. Noch lebt sie. Schauen wir mal, ob da Mais rauskommt. Dieser Hund ist ein kleines Monster. Auch hier liegt überall neue Häcksel. Wir sind neben seiner Hütte. Und er legt sich dahin und fängt an, ein Loch zu buddeln. Ich glaube, ich spinne. Komm da raus. Du bist echt ein Monster. Meine Ausbeute. Ist doch schon ganz viel, aber wie gesagt, die sind halt alle eher klein und dünn. Ich werde die jetzt waschen und dann klein schneiden. Was ich damit letztendlich mache, weiß ich noch nicht so ganz, aber es ist Zeit zum Ernten gewesen. Die Abfälle müssen alle weg. Rocky ist irgendwo da hinten, genau am Türchen. Und jetzt, ja, werde ich mir ein nettes Plätzchen suchen, um den weiter zu verarbeiten. Ja, kleine Eskalation zwischendurch. Er mag Eimer. Rocky, aus! So ist brav. Du spinnst ja wohl ein bisschen. Ich will nur die restlichen Rhabarberblätter einsammeln. Komm! Wir haben uns jetzt hier ein Plätzchen gesucht. Ich mit meinem Rhabarber und Rocky auf der Wiese. Wir haben heute lecker gegrillt, sind jetzt fertig. Rocky hat sich währenddessen auch ein bisschen ausruhen können, weil wir ja immer an einem Ort saßen. Dann kommt er auch zur Ruhe. Jetzt bekommt er gerade seine Mittagsration oben bei mir und ruht sich jetzt auch einfach mal mindestens ein Stündchen aus. Mal gucken, ob er später nochmal rauskommt oder ob es das für heute war. Er ist auch echt fix und fertig und ziemlich müde. Und deshalb tut ihm jetzt die Auszeit mal ganz gut. Endlich kann ich mich mal setzen. Oh, ich höre, der Hund kommt. Komm raus. Na, komm. Wie ihr seht, bin ich auf dem Balkon. Der ist frisch sauber gemacht. Die Markise ist sauber. Die Brüstung ist sauber. Die Möbel sind sauber. Hier seht ihr übrigens meine ganzen Blumen, wie sie jetzt hier angeordnet sind. Hier ist Zitronenmelisse. Hier sind Kräuter, Dill und Petersilie. Hier ist eine Nelke, die wunderschön blüht. Die Mini-Margerite ist irgendwie, weiß ich nicht, aber die kommt nochmal. Und die sieht etwas besser aus. Da sind meine Blumenkästen und die wunderschöne Hortense. Rocky und ich haben uns jetzt den Feierabend auch verdient. Der kleine Mann hat den Nachmittag weitestgehend schlafend verbracht. Für den ist so ein Gartentag gerade am Anfang der Saison
echt anstrengend. Ich habe mir jetzt noch einen Smoothie gemacht aus Orangensaft, ein bisschen Limettensaft und Mango, aufgefüllt mit etwas Wasser. Und den lasse ich mir jetzt hier schmecken. Der Samstag geht zu Ende. Wir sind jetzt gerade bei der letzten Runde. Es ist fast 11 Uhr abends. Unser Häuschen leuchtet und guck mal, es ist noch nicht komplett dunkel, obwohl wir ja 10:45 ungefähr haben. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!